Wir sind zurück in Amsterdam. Ein Wechsel bei den Gastgebern. De Jong geht und Strootman kommt. Russland führt 1:0 durch Dubas frühes Tor. Und damit Stand jetzt ausgeglichen. Die Niederlande müssten zittern. Berghaus, solche Aktion machen Sicherheit. Machen den Ausgleich. Ganz wichtiges Tor für die Elfteil. 1:1. Quincy Promes. War das Tor wichtig? War das wichtig für das Team von Ronald Koeman? Es hat nicht so viel geändert, aber es hat zumindest mal ein bisschen Sicherheit gebracht, dass es vorne noch geht. Berghaus, Ausgangspunkt, überläuft Kudryashov. Nicht zu machen. Dzikia zu passiv. Kudryashov in der Mitte irgendwo, aber nicht beim Gegenspieler. Keiner kümmert sich um Promes. Fernandes zu weit entfernt. Ausgleich Niederlande. Fernandes ist da, aber kommt zu spät, steht dann weit entfernt vom Ball und Promes sagt Dankeschön. Tja, da ist das Tor, das zumindest mal den Knockout verhindert. Jetzt ein Tor für die Russen würde bedeuten Verlängerung. Citizen vor Zuba. Sah nicht ganz glücklich aus beim Gegentor, hatte aber auch den Grund, dass der Ball so unglücklich abgefälscht wurde. Diese Flanke von Zhirkov wäre dran gewesen, wenn da keiner dazwischen gegangen wäre. Aber weil der Mitspieler den Ball abfälschte, fehlte dann plötzlich dem niederländischen Torwart dieser eine Schritt, dieser eine Meter. Und der Ball versprang zudem auch noch ganz unberechenbar für Jasper Citizen. Babel, Van der Beek, Promes, gut gelöst, viel Platz. Kudryashov ist da. Beim Weltpokal für Russland noch getroffen. Beim 1:1 Auftakt gegen den Gastgeber, gegen Australien im Eröffnungsspiel. Golovin. Stand jetzt müssten die Russen tatsächlich das erste Mal zusehen, nachdem sie 2015 im Achtelfinale waren, ausgeschieden in Birmingham gegen Deutschland. 2018 sogar Viertelfinale gespielt haben, gegen Frankreich rausgeflogen sind. Letztes Jahr Gruppenphase raus. Van der Beek, Achtung, Überzahl. Donny Van der Beek. Aber so gerade eben verteidigt. So gerade eben noch verteidigt vor Babel. Und Berghaus mit dem Kopfball. Abstoß Guilherme. Niederlande besser. Guilherme zu Recht ein bisschen aktiver jetzt. Babel. Strootman für Berghaus. Gut gemacht. Lang gewartet für De Roon. Aber der verdribbelt sich gegen die russische Verteidigung. Stunde gespielt. Weiter 1:1. Das wäre aus russischer Sicht ein richtig gutes Ergebnis hier in Amsterdam. Aber das bringt alles nichts, wenn am Ende die Quali nicht noch geschafft wird. Ich glaube, Feldmann muss hinten rumspielen mit Citizen. Van Dijk. Babel hebt ab, aber kriegt den Freistoß nicht gegen sich. Stattdessen Duba im Laufduell mit Van Dijk. Golovin, Duba wieder gegen Van Dijk. Kudryashov nochmal hängen geblieben. Duba, De Roon ist da.
nachdem Van Dijk das gut gemacht hat. Zweimal gegen Zuba, einmal gegen Kudryashov. So, immer wieder das Muster. Über links mit Fjodor Kudryashov. Nächste Flanke für Smolov. Sobnin, Zuba, Achtung, Smolov! Russland bekommt die Chancen. Russland hatte viele Chancen, hier das zweite Tor zu machen. Auch das ist nicht schlecht von Smolov. Der Abschluss aber dann richtig schwer aus der Drehung gegen Blind. Ist tatsächlich hier in Amsterdam noch die Qualifikation möglich, die nach der Auslosung so in Gefahr schien, als Russland diesen Gegner bekam. Fernandes. So, jetzt mal die rechte Seite. Jetzt kann er mal zeigen, dass er auch vorne spielen kann. Flanke ist harmlos. Zhirkov von Berghaus jetzt schon heftig attackiert. Sie wissen ganz genau, dass sie diesen Juri Zhirkov irgendwie stoppen müssen. Promes, der Torschütze. Babel, Missverständnis. Schlechter Doppelpass mit Quincy Promes. Van der Beek. Promes für Babel. Cikia. Und jetzt Zuba abseits. Natürlich abseits. Die Fahne ging sofort nach oben. Richtig gesehen. Guter Meter. Artem Zuba zu weit vorne. Das muss er besser lösen. Das muss er sehen, dass er in der Situation einfach zu weit vorne steht. Das war von der Idee her gut. Aber eben leider nicht regulär. Fernandes. Zhirkov. Golovin nimmt Kudryashov mit. Der steht plötzlich ganz frei. Wo ist Feldmann? Da ist Feldmann. Zu spät. Zuba gegen Van Dijk. Und wieder rausgeschlagen. Virgil van Dijk. Der macht jetzt ein richtig gutes Spiel. Das, was wir lange in der ersten Halbzeit nicht gesehen haben. Diese Sicherheit. Auch mal entscheidende Duelle gewinnen. Promes schon wieder durch. Überzahl für Promes. Zhirkov zieht durch, aber kommt nicht durch gegen Feldmann. Berghaus, Van der Beek, Babel. Und Freistoß für das russische Team. Strootmann wird nochmal rangeholt. Der eingewechselte Mann aus Marseille. Mit 29 einer der Älteren. Die Niederländer haben einige junge Spieler in den letzten Jahren herangeführt. De Jong, De Ligt, längst auf einem Top-Level. Das, was bei Russland ja seit Jahren so ein bisschen fehlt, da hat man natürlich auch lange gewartet mit großen Spielern wie Zagoyev, wie den Beresutskis, Ignjasevic. Jetzt hat man es so langsam eingeleitet, aber da könnte natürlich noch viel mehr möglich sein. Kuziajew und Chennikov, ein Mittelfeldspieler für Jonov, der andere geht in die Verteidigung. Und 27, die eingewechselten Chennikov und Kuziajew in der Reihenfolge. Berghaus gegen Kudryashov, der gewinnt. Nein, das war der neue, das war der eingewechselte Chennikov, der jetzt hinten links spielt. Kam für Fjodor Kudryashov. Van der Beek.
Lind. Pommes. Hängen geblieben bei Fernandes. Einwurf. Nächster Wechsel. Van der Beek geht. Und Wijnaldum kommt. Vizekapitän aus Liverpool. Einer der erfahrensten gemessen an Einsätzen. Pommes. Ziel das jetzt irgendwie klar machen. Wijnaldum für Berghaus. 2:1. Da ist das Tor. Vielleicht die Entscheidung. Berghaus trifft auch im Rückspiel, auch hier in Amsterdam. Und der erste Ballkontakt von Wijnaldum leitet das Tor ein. Ist das der Knockout für die Russen? Kurz vor dem Ende. Ein Tor hat bis eben gefehlt zur Verlängerung. Jetzt sind es wieder zwei. Und Berghaus schießt mit seinem Treffer die Niederlande dicht dran an den Weltpokal nach Kanada. So. Das war jetzt Wijnaldum. Nicht der erste Ballkontakt, aber die erste große Aktion führt gleich zum Tor und Berghaus wieder eiskalt vom Tor von Guilherme. Hinspiel 2:1, Rückspiel 2:1. Wenn es dabei bliebe, wäre es dann am Ende doch eine relativ klare Angelegenheit, nachdem sie das hier gedreht haben. 5 Minuten bleiben Russland. 2 Tore, Verlängerung ausgeschlossen. Es bleiben jetzt wirklich nur noch 5 Minuten für 2 Tore für das Team von Stanislav Tscherchesow. Derun. Ja, das Foul, das war zu hart. Gibt trotzdem keine Karte. Das ist der willkommene Kuzjajew. Jedochin eingewechselt unterdessen von Tscherchesow für Golovin. Das wären so die 9 Spieler, die jetzt auch mal drauf sind. Mit Kuzjajew, mit Jedochin. Vielleicht nächstes Jahr dann wieder. Stand jetzt läuft Russland die Zeit davon. Und es wird der erste Weltpokal ohne das russische Team. Zyuba. Zhirkov. Nochmal nachgesetzt. Zyuba. Und Van Dijk. Einwurf, Elftal. Haben schon 3-mal getauscht, können jetzt, glaube ich, nicht mehr reagieren. Doch, ich glaube, 1-mal könnte Kuhmann sogar noch tauschen. Wijnaldum und Strootmann waren die Wechsel. 2 Minuten Nachspielzeit, wenn es überhaupt noch die Situation gibt. Blind. Berghaus. Am Ende sieht es dann gut aus niederländischer Sicht. Wohl 2-mal gewonnen. Es war phasenweise eine schwere Aufgabe. Smolov nochmal. Und Zyuba springt nochmal hinein gegen Van Dijk. Sobnin nochmal scharf gemacht für Smolov. Und jetzt ist Schluss. Jetzt ist es vorbei. Die Niederlande qualifizieren sich, drehen das Spiel gegen Russland und gewinnen auch das Rückspiel mit 2:1. Wieder Berghaus, der mit den Treffern in dieser Qualifikation einen großen Anteil daran hat, dass die Niederlande zum 3. Mal beim Weltpokal dabei sind. Russland erstmals nicht dabei. Das ist ein herber Schlag für das russische Team. Nachdem man viele Turniere erlebt hat, muss man jetzt zuschauen und die Niederlande bestätigen ihren Trend, wollen beim nächsten Mal dann beim Weltpokal auch hoffentlich weiterkommen. Das war das große Ziel, nicht nur qualifizieren, sondern auch dann mal eine große Rolle schreiben. Viertelfinale, das bislang beste Ergebnis 2015. Lang ist es her mit der Elf, die in Brasilien noch toll gespielt hat. Es wäre Zeit für eine neue Generation der Niederlande. Wir sagen Tschüss aus Amsterdam. Morgen geht's nach Paris und da wartet auf uns ein ganz kniffliges Spiel, denn der Weltmeister hat das Hinspiel in Kiew verloren gegen die Ukraine, muss also mit 2 Toren Vorsprung gewinnen. Wir melden uns morgen Abend aus Saint-Denis, ausverkauftes Stadion, Frankreich unter Druck gegen die Ukraine. Bis dann!